Genau, unser Purpose Statement ist eine Welt, in der jeder Abenteuer an der frischen Luft erleben kann und will. Also das mit den Festivals hat damals angefangen, weil wir auf Festivals wollten. Und die Tickets waren ausverkauft. Und haben uns gedacht, Moment, vielleicht finden wir ja irgendeinen Weg, da was zu regeln. Und haben angeboten, dass wir Hängematten aufhängen, um reinzukommen. Und die Antwort war ein resolutes Ja, klar. Und das war, als wir gemerkt haben, dass Festivals da Bock drauf haben. Und daraus dann ist eine ganze Eventschiene praktisch entwachsen. Wir vermieten inzwischen diese Festival-Hängematten an diese Events, dass die ihren Leuten was bereitstellen können zum Chillen. Und dann nach und nach haben wir Kuppeln angeschafft. Also wir haben so eine kleine Kuppel, wo so drei Hängematten drin hängen. Wir haben eine große Kuppel, die ist irgendwie 6 Meter hoch und da passt irgendwie 12 Hängematten rein aus Stahl etc. Und diese ganze Eventbranche ist einerseits ein super Weg geworden, dass Leute probelegen können, uns testen können. Andererseits eine richtig gute Marketingaktion für uns, also man kennt uns, man sieht uns und gleichzeitig auch ein Weg für uns, irgendwie so den Arbeitsalltag ein bisschen aufzulockern oder halt viel unterwegs zu sein. Ich bin Tobi, ich bin 32 und ich bin der Gründer von Häng. Ich kriege die Frage, wie das Ganze entstanden ist, natürlich relativ häufig. Und es war im Grunde so, dass ich damals schon Interesse an Fernwandern hatte und viel draußen war. Und ich habe dann angefangen, mein ganzes Gepäck leichter zu machen, bin auf so einen Ultralight-Trip gekommen. Das sind die Leute, die dann irgendwie so den Griff von ihrer Zahnbürste abschneiden, damit der weniger wiegt etc. Und darüber habe ich davon gehört, dass man ein Zelt mit einer Hängematte ersetzen kann. Und da gab es so spezielle Hängematten aus den USA. Da habe ich mir dann ein paar von geholt etc. Und die habe ich dann letzten Endes natürlich irgendwie nur benutzt, um im Park damit abzuhängen. Und immer wenn wir im Park abgegangen haben, mit diesen Hängematten kamen aber Leute und haben uns angesprochen, wo es die gibt. Und die waren uns ein bisschen zu kurz, das Importieren war kompliziert und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir die einfach selber. Und genau, dann hatte ich die ersten Hängematten praktisch zu Hause und habe dann Stück für Stück jeden Tag das gelernt, was ich lernen musste oder was halt irgendwie dazu kam. Jeder darf jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob er heute arbeiten will, von wo er arbeiten will, ob er eine Stunde machen will, ob er zwei machen will oder ob er irgendwie seine 7 durchackern will. Das ist mir persönlich komplett egal. Solange am Ende die Ziele erreicht werden, die Arbeit gemacht wird, funktioniert das für alle hervorragend und die Erfahrung zeigt, es klappt wirklich hervorragend. Wir haben Leute, die in Indonesien hocken, wir haben Leute, die irgendwie aus Norwegen im Café arbeiten und wir haben nur einen Termin in der Woche, der verpflichtend ist für alle, das Teammeeting und ansonsten kann sich jeder selbst organisieren. Und die Arbeit leidet absolut nicht darunter. Ich sage immer gern, wenn du eine Firma hast, wo du anfangen musst, deine Leute zu kontrollieren, dann ist das vielleicht kein Umfeld, was produktiv ist. Ein riesiges Urvertrauen gehört dazu. Der Ansicht bin ich nach wie vor und ich habe gar keine Lust, meine Leute zu kontrollieren. Wenn jemand keine Lust hat, wenn irgendwie die Arbeit nicht erfolgt, das merkt man. Das merkt man am Ende, das merkt man an den Resultaten. Und dann sind die Probleme ganz woanders. Aber wer es schafft, irgendwie seinen Leuten ein Umfeld zu bieten, in dem sie gerne sind und sie so dadurch zu motivieren, der muss sich auch keine Sorgen über die Qualität der Arbeit oder über die Erledigung der Arbeit machen. Und das funktioniert echt. Also früher hätte ich das angezweifelt, aber jetzt mit Jahren, auf die ich zurückblicke, kann ich sagen, das funktioniert absolut positiv, durchweg 100%. Wir sagen zwar immer, wir haben kein Büro, aber eigentlich haben wir ein Büro. Das Büro ist nur online bei uns. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner wie so ein Online-Spiel oder so, aber es ist tatsächlich unser Büro. Das heißt, wir können einfach mal reingehen und man sieht die Karte hier. Man hat so einen kleinen Avatar, mit dem man herumlaufen kann. Und ich sehe auch immer, wer sonst noch heute im Büro ist. Ich sehe, dass Enya gerade hier hockt. Wir können einfach mal rübergehen und sie überraschen. Mal gucken, was sie gerade macht. Hallo Enya, hörst du uns? Wir wollten mal kurz Hallo sagen. Hallöchen. Tagchen. Was auch immer relativ witzig ist, dass wir irgendwie ganz, ganz viele Tools benutzen, dass wir online unterwegs sind und dass wir echt eine Aversion gegen Papier oder irgendwie altbackene Prozesse haben. Also wir versuchen alles zu automatisieren und das ist aber nicht in jederlei Hinsicht möglich. Und ein Klassiker war, als wir dann das Gewerbe mal umgemeldet haben, dann hieß es so, wie ist denn Ihre Postanschrift? Und dann weißt du, ja, wofür brauchen wir die? Also wirklich für nix. Ja, die brauchen sie, um die, dass wir die Mülltonnen da anmelden, damit sie ihren ganzen Müll entsorgen können. Und wir haben gesagt, wir haben absolut gar keinen Müll, der anfällt. Das Einzige, was an Müll anfällt, sind Briefe, die wir von Ihnen kriegen. Aber das ist nicht in den Kopf gegangen und dann hatten wir jahrelang irgendwie 3 leere Mülltonnen von dieser Adresse stehen, in die ab und zu mal irgendwie ein Brief von der Behörde geflattert ist und der ganze Rest ging über andere Wege. Wie das Onboarding bei uns funktioniert, ist relativ einfach, weil es automatisch funktioniert. Also wir haben alles automatisiert, was wirklich wiederholt gemacht werden musste und irgendwann war es das Onboarding auch. Also wir machen unser gesamtes Projektmanagement in Notion, wir haben eine Datenbank eingerichtet, die haben wir verknüpft mit den Teammeetings und den Calls. Man sieht immer, was wo wie gemacht wurde und eine Philosophie, die wir haben im Unternehmen ist, alles muss immer so abgelegt sein, dass jeder jederzeit Zugriff auf alle Informationen hat.
An meiner Geschäftsidee begeistert mich am meisten, dass es so eine Art selbstgeschaffenes Praktikum ist und ich mich komplett verwirklichen, entfalten und alles ausprobieren kann. Und es hat den angenehmen Nebeneffekt, dass man währenddessen guten Gewissens in der Hängematte liegen kann. Ein Idol im klassischen Sinne gibt es nicht. Es gibt eine Person, die mich irgendwie mal relativ beeindruckt hat. Das war, als ich nach dem Abi in Portugal kurzzeitig gearbeitet habe. Da habe ich über Couchsurfing einen Polen kennengelernt, der bis heute ein guter Freund ist. Und der hatte damals ein paar Webseiten, ist rumgereist und glaube ich, hat es irgendwie, ich habe versucht, dieses Wort zu vermeiden, aber ich glaube, er war digitaler Nomade, bevor es den Begriff gab. Und ich habe ihn mir damals angeguckt und dachte, boah, krass, das will ich auch, das hätte ich gern. Und irgendwie von dem Tag an beim Abi habe ich versucht, alles darauf anzulegen, mir irgendwie eine Situation zu schaffen, in der ich und alle, die für mich arbeiten, von überall jederzeit arbeiten können. Ich komme, glaube ich, wie viele aus einem selbstständigen Haushalt. Und der einzige Tipp, den meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, war, mach dich auf gar keinen Fall selbstständig. 15 Jahre später sitzen wir hier und haben den Salat. Ich kann nachvollziehen, warum sie mir den Tipp gegeben haben. Ich würde es jeden Tag wieder genauso machen. Die andere Sache in meinem Elternhaus ist, meine Eltern sind beide selbstständig. Mein Vater ist Zauberkünstler und meine Mutter hat eine logopädische Praxis. Und es war alles irgendwie relativ künstlerisch. Es war alles immer relativ künstlerisch vorbelastet. Und das Gute daran ist, dass mir nie Druck gemacht wurde, dass ich irgendwas Besonderes lernen müsste oder einen gewissen Weg gehe. Sondern der Tenor war immer, macht, wo ihr Spaß dran habt und der Rest wird sich ergeben. Und ich glaube, mit der Philosophie und mit diesem Urvertrauen bin ich ziemlich gut gefahren bis heute. Für mich war es nicht der richtige Zeitpunkt, um zu gründen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es nie der richtige Zeitpunkt ist, um zu gründen. Wirklich, den gibt es einfach nicht. Das Wichtige ist, dass man einfach anfängt. Man hat so den Impuls, erst alle Infos zu sammeln, bevor man startet. Aber man wird nie alle Infos haben. Das heißt, der beste Zeitpunkt anzufangen war gestern und der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Ich habe Heng vor 9 Jahren gegründet und wir sind bis heute eine Firma ohne Büro. Jeder kann arbeiten, wann er will, wo er will, zu den Zeiten, zu denen er möchte. Also hätte ich gewusst, dass es auf mich zukommt, hätte ich mich darauf vorbereiten können. Aber ich glaube, viel auf der ganzen Reise war mehr reagieren als proaktiv Dinge klären. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich nie vermeiden lässt. Ich würde sogar empfehlen, sich nicht an einen Account zu binden oder alles irgendwie aus einer Quelle zu holen, weil gerade irgendwie diese ganze Bildung etc. daraus entsteht, dass der eine eins behauptet, der andere was anderes und du deinen eigenen Weg dann irgendwie finden wirst. Ich habe damals alleine gegründet, das ging auch ein paar Jahre. Ich hatte meinen echten Job nebenher, bevor es wirklich zur Selbstständigkeit wurde. Und in den Jahren bin ich dann abends von meinem Job nach Hause gefahren, habe die Pakete gepackt, habe noch die Sachen gemacht, die ich machen wollte. Und so ungefähr nach 3, 4 Jahren gab es dann einen Tag, wo wir so viel Bestellungen hatten, dass ich abends nach Hause fahren musste und noch ein paar Pakete packen. Und ich habe mir gedacht, das ist zu viel. Und das war der Tag, wo ich gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und dann bin ich in so eine random Facebook-Gruppe gegangen, habe geschrieben, ich suche einen Mitgründer, der mich unterstützt und habe Facebook wieder zugemacht. Und am nächsten Tag hatte ich irgendwie 40 E-Mails im Postfach. Und eine von den E-Mails war von Vincent, ganz süß mit dem Lebenslauf hinten dran. Und so haben Vincent und ich uns getroffen. Und Vincent ist dann auch ein halbes Jahr später mein Mitgründer geworden. Und die erste Verstärkung, die wir hatten, bevor das Team noch größer wurde. Hi, ich bin Vincent, Mitgründer von Heng Outdoors. Sitze gerade in München und kümmere mich um B2B-Sales, alles rund ums Produkt und den HR-Bereich bei Heng. Ich glaube, was uns beide zu guten Geschäftspartnern macht, ist, dass unsere Werte übereinander übereinstimmen. Und was ich bei dir sehr schätze, ist, dass du immer gleich loslegst und machst. Und wie du Lösungen, also Probleme angehst, gefällt mir sehr gut. Und du gibst nicht auf, bevor eine Lösung da ist. Und das kann man überall brauchen. Angefangen von der Unternehmensform her habe ich als Einzelunternehmer und als Vincent dann dazu kommen, haben wir uns zu einer GbR zusammengeschlossen. Und wenn man jetzt nicht alleine startet und nicht die ganzen großen Anfangshürden hat, die man vielleicht noch bei der Kapitalgesellschaft irgendwie erfüllen muss. Die Nachteile sind, glaube ich, dass man in der GbR viele Sachen schlechter bis maximal genauso gut machen kann, wie als zwei EinzelunternehmerInnen mit einem guten Vertrag. Also wer irgendwie überlegt oder schwankt zwischen GbR, dem würde ich heute raten, einfach Einzelunternehmer einen guten Vertrag auch für mehrere Personen machen und dann funktioniert es. Wenn man dann irgendwann bereit ist, den Schritt in die Kapitalgesellschaft zu gehen, dann sollte man sich gut überlegen, warum man das Ganze macht. Oft wird das Haftungsargument angeführt etc. Aber was Leute oft übersehen, ist, dass auch irgendwie in der GbR bei grober Fahrlässigkeit nicht gehaftet wird. Also es ist kein Freibrief, Leute. Na, unser Purpose Statement ist eine Welt, in der jeder Abenteuer an der frischen Luft erleben kann und will. Und der Satz
ist mir relativ wichtig oder drückt relativ viel aus, weil jedes Wort darin nochmal einen Teilbereich ausdrückt. Also eine Welt drückt für uns aus, dass es arbiträr ist, wenn jemand Grenzen auf eine Karte zeichnet, und dann ist das so. Also wir sehen die, also meine Überzeugung ist, dass es eine Welt ist und wir irgendwie dementsprechend agieren sollten. Jeder ist für uns ziemlich inklusiv, also dass wirklich jeder Mensch gleich ist und auch dementsprechend so behandelt gehört. Abenteuer drückt für uns aus, dass Abenteuer für jeden was anderes bedeutet. Also wir benutzen nicht Outdoor, nicht Expedition. Für manche ist es irgendwie ein Buchlesen am Balkon und für manche ist es ein Berg besteigen. Und wir würden gern für alle da sein. Und mit Erleben will und kann, da sind die Worte will und kann für mich sehr wichtig, weil wir möchten jeden inspirieren, diese Abenteuer zu erleben. Also wir möchten auch die Muffel mitreißen, die sagen, draußen ist es kalt und unbequem. Denen wollen wir Möglichkeiten geben, dass es das eben nicht mehr ist. Und sie so zum Spaß, zum draußen Spaß haben anregen. Und können ist bezogen auf die Arbeit bei Heng und auf unseren Ansatz, dass jeder die Möglichkeit und die Zeit haben sollte, Abenteuer draußen zu erleben, wenn er möchte und nicht durch Arbeit gebunden ist. Also von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung hat es gar nicht so lange gedauert. Die erste Idee kam tatsächlich, als wir in der Hängematte lagen, klassisch. Und der Weg dann dazwischen war ein relativ kurzer. Ich habe irgendwie ein bisschen Logo designt, hier ein bisschen rumgeklickt und dann irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich es jetzt mal machen möchte. Und dann, da lagen mehrere Wochen nur dazwischen und die ersten Verkäufe kamen dann schon an beim Launchtag. Also meine Passion ist ja Marketing, das heißt, ich habe so ein bisschen die Werbetrommel gerührt und hatte dann am allerersten Tag irgendwie 6 Leute, die bestellt haben, primär Freunde, aber das Gefühl, irgendwie Namen zu lesen und zu wissen, dass die jetzt zugeschlagen haben, das war irgendwie ganz Besonderes. Mein liebster Kanal zur Neukundengewinnung ist alle und da kommt meine Passion fürs Marketing raus. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Kanal, es gibt den einen Kanal, der besser funktioniert irgendwann, aber ich liebe es, alle Kanäle auszuprobieren und alle Sachen zu probieren. Also von der klassischen Facebook-Werbung etc. bis zu Ständen auf Events haben wir wirklich alles durch, richtig viel gelernt. Und was für mich gut funktioniert oder was ich einen guten Kanal finde, sind, ich nenne es irgendwie liebevoll so Win-Win-Win-Kooperationen. Das sind im Grunde irgendwelche Marketingaktionen, bei der jeder profitiert. Ja? Das heißt, wenn wir einen Stand oder wenn wir Hängematten auf dem Festival oder wenn wir Hängematten an einem Festival aufstellen, dann haben die Leute einen bequemen Ort und einen Ort zum Hängematten testen. Das Event oder das Festival kann seinen Leuten und seinen GästInnen noch irgendwas zur Verfügung stellen, wo die entspannen können. Und wir haben eine Werbefläche, die nicht als solche wahrgenommen wird, beziehungsweise die einfach einen Mehrwert bietet für alle. Und das sind so Aktionen, die mir irgendwie besonders dann im Nachhinein taugen oder Spaß gemacht haben. Glück hatten wir insofern, dass ich irgendwann den Begriff Fulfillment Center aufgeschnappt habe. Für die, die nicht wissen, was das ist, ist es im Grunde ein externer Dienstleister, der, wenn ihr physische Produkte habt, die lagert, für euch verpackt und dann auch versendet. Und je nachdem auch das Retourenmanagement übernimmt etc. Erst war ich das Fulfillment Center, das heißt, ich hatte die Kartons im Zimmer, habe die abends gepackt und ab damit bei der Post. Später war dann irgendwie eine Freundin des Fulfillment Center, die im Keller ihre Agentur gelagert hat und dann immer abends nochmal runtergegangen ist, verpackt hat. Und dann haben wir irgendwann uns ein professionelles Fulfillment Center gesucht, weil wir herausgefunden haben, dass diese Fulfillment Center nicht so teuer sind, wie wir dachten, dass sie sind. Und wir hatten richtig Glück mit unserem Fulfillment Center, haben dann super Fulfillment Partner gefunden, Fulfillment European Leipzig heißen die. Und die packen für uns die Pakete, wir zahlen pro Paket einen kleinen Fee. Und dann verschicken die Pakete für uns und da lagern wir auch die ganzen Paletten mit den Artikeln. Und das ermöglicht uns dann wirklich ein remote und digitales Büro zu sein, weil wir wissen, dass sich jemand gut um die Produkte kümmert und die Produkte halt super zeitnah bei den KundInnen sind. Das wichtigste Kriterium bei einem Fulfillment Center bei uns war am Anfang, dass sie kleinen Mengen versenden. Wir hatten teilweise nur irgendwie 2-3 Bestellungen im Monat und dann lässt sich oft auch irgendwie kein Unternehmen auf einen ein. Das heißt, ich weiß, wie ich noch irgendwie mit meinem Campervan und 4 Bananenkisten hinten drin zum Fulfillment Center gefahren bin. Wir haben Kaffee getrunken und ich habe ganz schüchtern die Frage gestellt an Melanie damals so, ey, macht ihr auch Kleinstmengen? Und dann meinte sie, ja, und wenn es erstmal eine ist, gar kein Problem. Und inzwischen sind wir, glaube ich, einer der größten Kunden, die dieses Fulfillment Center hat. Wir sind zusammen gewachsen und es war gut, dass sie damals die Wette mit uns eingegangen sind und wir haben einen super langjährigen, stabilen Partner an der Seite. Das ist ein wichtiges Kriterium, das bei uns wichtig war. Und andere wichtige Kriterien bei Fulfillment Centern sind, dass ihr euch versteht, dass ihr einen direkten Zugang habt, dass die Kostenstruktur für euch passt, dass da keine versteckten Kosten sind und dass sie mit eurem Shopsystem zusammenarbeiten, idealerweise eine digitale Anbindung haben, dass es größtenteils automatisiert abläuft. Generell jede Frage in diesem Unternehmen, die beginnt mit, gab es schon mal ein Problem mit?
Die pauschale Antwort ist ja. Es gab ein Problem mit allem. In Bezug auf das Fulfillment Center hatten wir schon diverse Probleme. Eins der größeren Probleme war, dass eine ganze Zeit lang KundInnen bei uns automatisch jeden Artikel doppelt erhalten haben. Das heißt, sie haben Artikel bestellt und haben zwei davon geschickt bekommen. Und das ist uns relativ spät aufgefallen, weil wirklich kaum einer Bescheid gesagt hat. Also erst nach vielen Bestellungen hat die erste Person Bescheid gesagt, dass es so ist. Und dann konnten wir das Ganze nochmal zurückverfolgen und irgendwie korrigieren. Und das Fulfillment Center garantiert irgendwie, dass die Qualität dieser Pakete stimmt. Die überprüfen die Waren für uns und ist wirklich wie ein Angestellter oder eine Angestellte, die sich konkret nur um das Produkt und um das Verpacken kümmert. Und deswegen auch Fulfillment Center eine der wichtigsten Säulen bei uns. Retouren sind ein Riesenproblem oder Rücksendungen in allen Branchen und kommt auch bei uns vor. Und wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Also alles, was zurück ins Lager geschickt wird, warum auch immer, kriegt einen Sticker mit der Bestellnummer, landet in einer eigenen Kiste und wir machen alle paar Monate mal einen Retouren-Sortiertag, wo wir alle ins Lager beordern. Und dann wird sich praktisch angeguckt, warum kam das zurück, das Produkt wird geprüft und dann wird es an verschiedene Sachen verteilt. Also was wieder top ist, geht zurück in den Versand. Was eine leichte Beschädigung hat, das geht in den sogenannten B-Ware-Verkauf, also wo wir praktisch rabattierte Produkte verkaufen oder auch spenden. Weil eins, das wir nicht machen wollen, ist Produkte auf den Müll schmeißen, die irgendwie benutzbar sind. Und dann gibt es aber noch Produkte, die so kaputt sind, dass sie eigentlich auf den Müll gehören. Aber auch da tut es uns weh, die irgendwie blind zu entsorgen. Und dann haben wir ein Upcycling-Programm ins Leben gerufen. Das heißt, Leute können sich bei uns eintragen und kriegen halt diese kaputten Produkte, um daraus was anderes zu machen und uns zu erzählen, was sie gemacht haben. Und da sind super, super witzige Storys bei rumgekommen. Wir hatten mal irgendwie jemand, der eine Outdoor-Jacke aus einer kaputten Daunendecke genäht hat und die sah Bombe aus. Oder gerade irgendwie vorgestern kam noch ein Foto von einer Kundin, die aus einer komplett kaputten Hängematte so kleine Schildkrötentiere für ihre Kinder genäht hat. Und einfach zu sehen, was den Sachen nochmal für Leben gegeben wird, macht auch irgendwie den Tag im Lager stehen, frieren und sortieren absolut wert. Eingang des Geldes kontrolliert. Ich glaube, das ist auch noch so ein Ding irgendwie aus 1995 oder so. Niemand muss aufs Konto schauen, gucken, ob das Geld da ist. Wir benutzen Shopsysteme, Zahlungsanbieter, Abwicklungen, die es automatisch machen. Das heißt, die Bestellung wird erst als bezahlt markiert bei uns im Shop, wenn es soweit ist. Und erst wenn sie als bezahlt markiert wurde, geht sie ans Fulfillment Center mit der Anbindung und dann versenden die. Das heißt, da muss keiner gucken, ob das Geld am Konto ist, da gibt es keinen Rechnungslauf etc. Sondern wir wissen, dass wenn die Bestellung versendet wird, dann ist schon alles hinten raus geregelt und alles ist automatisiert gemacht und das spart uns viel Arbeit für irgendwie die anderen Sachen. Krasse Steuerfallen im Handel gibt es im Grunde nicht. Die krasse Steuerfalle im Handel ist, dass man nicht weiß, welche Steuer wann wo wie abgeführt werden muss, weil das einfach so unfassbar verwirrend ist. Unfassbar verwirrend und irgendwie ich auch von niemandem erwarte, das von Anfang an zu durchsteigen. Ich meine, wenn es eine dreijährige Ausbildung ist, Steuerberaterin zu werden, dann wird es einen Grund haben und es macht auch Sinn, sich die Person dann zu suchen. Wir sind natürlich auch in eine dieser Steuerfallen getippt, insofern, dass ich damals als Einzelunternehmer irgendwie eine Freigrenze falsch veranschlagt hatte oder falsch im Kopf hatte, was dazu geführt hat, dass wir rückwirkend dann einen riesen Batzen Umsatzsteuer abführen mussten. Und das hat uns praktisch so von 0 auf 100 das Konto leer geräumt, kurz nachdem Vincent eingestiegen war. Und das war so ein kritischer Punkt, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Und haben uns letzten Endes entschieden, nochmal von Null anzufangen und einfach zu zweit nochmal durchzustarten, alles neu aufzubauen. Und die Arbeit der ersten drei Jahre war nicht umsonst. Aber es war ein krasses Learning für uns auf jeden Fall. Und seit dem Tag achten wir halt wirklich drauf, dass jedes I irgendwie den Punkt oben hat und jeder Satz beendet ist, damit wirklich vernünftig die Sachen sauber durchgelaufen sind. Weil das macht hinten raus drei und viermal mehr Arbeit, als es müsste. Der Bestellvorgang und das Nachordern oder auch Sourcing und Forecasting, wie ich inzwischen weiß, ist auch eine Sache, die einfach so gewachsen ist. Also am Anfang sieht man, okay, die sind weg, so viel haben wir verkauft, dann bestelle ich mal eine Handvoll nach. Später werden die Mengen größer, die Bestellsummen werden kritischer und dann muss man das alles irgendwie vernünftig vorplanen. Und dann stößt man irgendwie auf den Begriff Forecasting und dann merkt man, dass es da irgendwelche linearen Prädiktionen gibt, um das vorherzusagen. Und dann gibt es auf einmal einen Saisonalitätsfaktor, weil wir sind ja Hängematten. Und auf einmal war ich so knietief in irgendwelchen YouTube-Videos zur Statistik und habe irgendwelche Excel-Listen gebaut. Und das hat vorne und hinten dann auch mal zu dem einen oder anderen Fehler geführt. Glücklicherweise, alle Fehler, die wir gemacht haben, waren wie bei Los zu unserem Vorteil. Also wenn wir aus Versehen zu viel bestellt haben, dann ist kurz danach ist irgendwie, sind die Speditionskosten höher geworden oder. Deswegen toi toi toi, bis heute klappt's. Und ja auch irgendwie für euch der Tipp, nicht jeder Fehler muss hinten raus ein schlechter Fehler sein, sondern das merkt man immer erst nachher, ob es vielleicht nicht sogar gut war. Nachhaltigkeit in meinem Privat- und Berufsleben spielt eine Rolle. Beispiel ist, dass wir praktisch in letzter Zeit alle unsere Plastikverpackungen
gegen abbaubare Verpackungen aus Maisstärke getauscht haben und da dann aber nicht aufgehört haben, sondern die einwelligen Kartons auch noch ersetzen wollten. Und jetzt anfangen, alles, aktuell die Hängematten, in Versandtaschen zu verschicken, die auch biologisch abbaubar sind und das jetzt praktisch im nächsten Jahr ausweiten wollen auf alle Produkte. Aber das sagt sich immer so schön und dann macht man's und dann stößt man auf die ganzen Hürden. Und dann hat man es mit der DHL zu tun, bei der jede Versandtasche reißt, weil das Material noch nicht stark genug ist. Dann muss man wieder zurück ans Zeichentisch und sich den ganzen Spaß nochmal geben. Und ich habe tatsächlich ehrlich unterschätzt in den 9 Jahren, mit wie vielen Hürden man auf diesem Weg konfrontiert wird und habe mir das Ganze ein bisschen leichter vorgestellt. Ich sage, je nachdem wie man zählt, ist unser Team zwischen 6 bis 35 Leute groß. Aber ich glaube, wir haben so ein Kernteam von 12 Leuten, die irgendwie einen großen Teil ihrer Zeit dieser Firma widmen. Von der Rollenverteilung her sind wir ziemlich breit aufgestellt. Ich glaube, wir haben alle möglichen Sachen inzwischen im Haus selber angesiedelt. Was witzig ist, weil wir kein Haus haben. Und fokussieren uns aber auch ganz viel auf Marketing. Worauf man achten sollte, ist, dass der Mitgründer oder die Mitgründerin diametral entgegensetzt zu einem selbst ist. Also wirklich, man muss sich ergänzen und man sollte nicht irgendwie die gleichen Wege betreten. Und erst wenn beide verschieden sind, dann resultiert das halt in Diskussionen, Streit und schwere Zeiten. Aber das ist letzten Endes auch genau das, was einen irgendwie vorwärts bringt. Also da wir nicht persönlich am Tisch sitzen, haben wir im Gegensatz zu anderen Unternehmen die Sache ein bisschen so umgestellt, dass jeder praktisch seinen eigenen Bereich hat und verantwortet. Das heißt, daraus resultieren schon relativ wenig Konflikte. Und ich würde sagen, wir sind echt größtenteils konfliktfrei unterwegs. Was Vincent und ich präventiv gemacht haben, um halt eben größeren Konflikten vorzubeugen, die sich irgendwann ergeben können, ist, dass wir uns einen Coach geholt haben und regelmäßiges Coaching machen und halt all die Themen einmal auf den Tisch packen, die eventuell anfallen könnten, um sie aus dem Weg zu schaffen, bevor sie groß werden. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich ungefähr einmal im Monat in den Zug steige und zu Vincent nach München fahre aus Leipzig, weil der Coach zufälligerweise 600 Meter neben Vincents Wohnung ist. Aber das ist eine Sache, zu der ich gerne bereit bin. Und wie gesagt, Vincent und ich sind ja auch echt super froh. Also, und Vincent und ich sind über die Sache auch irgendwie, ich glaube, mit die engsten Freunde geworden. Und wenn ich den dann noch nebenher sehen kann, dann beschwere ich mich natürlich auch nicht. In den letzten 3 Jahren kann ich für mich sagen, dass ich die perfekte Work-Life-Balance gefunden und geschaffen habe. Das liegt aber primär daran, dass das Team gewachsen ist. Und das ist was, was ich jedem raten würde, so früh wie möglich sich die Hilfe zu holen und sich die Unterstützung zu holen. Das involviert als Selbstständiger oder als Selbstständige oft auch, dass man bereit sein muss, dass Dinge nicht so geschehen, wie man sie selber machen würde oder vielleicht schlechter, als man den Anspruch hat. Aber wenn es dafür jemand anders macht, dann ist es das Wegfallen der Last bei einem selber absolut wert und was, was ich inzwischen viel früher machen würde. Zum Thema Weiterbildung. Ich glaube, Weiterbildung oder die beste Weiterbildung ist meine Firma. Also wir haben jeden Tag neue Probleme, mit denen ich und wir konfrontiert werden und die gilt es zu lösen und das ist eine Weiterleitung. Also ein Problem, was man einmal gelöst hat, dazu kennt man danach die Lösung und kann weitermachen, bis das nächste um die Ecke kommt. Aktive Weiterbildung oder irgendwie Seminare oder so besuche ich selber keine. Was wir aber ganz gerne irgendwie machen, ist, dass wir so gewisse Konferenztickets buchen. Es gibt die AdWorld-Konferenz oder so. Und diese Zugänge sind dann immer so der ganzen Firma zur Verfügung gestellt und jeder kann sich da die Talks angucken, die ihn interessieren, sich ein bisschen weiterbilden. Wir haben so ein Konzept in der Firma, das nennen wir Software Hour. Das heißt, jeder darf auf Arbeitszeit praktisch sich irgendein Thema aneignen, das ihn oder sie interessiert. Tools, die ich besonders gerne nutze, ist FileRun. Wir haben eine eigene Domain. Auf dieser eigenen Domain hosten wir unseren File-Server und da haben wir alle unsere Fotos, Videos. Und so hat man nie das Problem, dass irgendwer was auf der Festplatte hat und jemand anders muss danach fragen, sondern alle greifen auf die eigene gehostete Cloud zu. Oder wir können es an PressevertreterInnen schicken und die können sich einfach aussuchen, was sie brauchen und wir müssen nicht die Bilder und Videos für die auswählen. Und das andere super mächtige Tool, was ich immer wieder genieße, ist Notion. Das ist das Tool, was man damit machen möchte eigentlich. Also man kann es wirklich in alles ummodeln und in jede Form pressen und damit koordinieren wir unsere gesamte Arbeit seit mehreren Jahren. Also wenn mein Tag beginnt, dann ist es eigentlich so, dass ich irgendwie erstmal richtig, richtig viel Zeit lasse, weil mein Tag beginnt erst um 11 und ich brauche mein ausgewogenes Frühstück. Und dann springe ich meistens an den Computer und mache erstmal mein privates Notion auf. Das ist das Tool, mit dem ich mich organisiere und habe da so ein Dashboard, in dem ich so ein bisschen meine Aufgaben für den Tag unterschreibe. Habe da so einen Braindump, wo ich meine 3 wichtigen Aufgaben aufschreibe und dann so ein bisschen meine To-Dos sortiere. Und dann springe ich eigentlich schon in die Arbeit und wir haben auch so ein Arbeits-Notion, in das wir dann springen.
Und da kontrollieren wir eigentlich alles. Da hat jeder seine eigenen To-Dos, legt sich die an, kann Fragen an andere stellen und von da kann jeder selbst bestimmt alles erledigen, was er oder sie zu tun hat. Nicht immer ist alles so, dass alles in der Firma bleibt, was in der Firma bleiben sollte. Manchmal blutet es auch irgendwie ins Privatleben über. Klassisches Beispiel bei mir war dafür, dass ich praktisch für Hang wollte ich die Plattform TikTok verstehen, um da irgendwie Anzeigen zu schalten und mich nicht dagegen sperren. Und habe mir dann irgendwie mal TikTok runtergeladen und habe mich umgeguckt und habe gesagt, du lernst es nur, wenn du ein paar Videos machst dazu. Und habe mich umgeguckt, über was ich das machen kann. Und irgendwie eins meiner Hobbys ist irgendwie so ein bisschen Smart Home und irgendwie meine Wohnung diesbezüglich einzurichten. Und habe da irgendwie so zwei Videos drüber gemacht. Und eins davon ist dann über Nacht steil viral gegangen. Und dann hat sich daraus ergeben, dass ich nebenher jetzt noch so einen privaten TikTok-Kanal habe, den ich irgendwie bespielen muss. Aber es hilft uns für die Arbeit super viel, da irgendwie die Sachen zu lernen und zu lernen, was funktioniert. Die Inhalte von meinem privaten TikTok-Kanal, da ich relativ technikbegeistert bin und das immer schön finde, das an andere ranzutragen, ist es was ich den anderen gerne zeigen würde. Und da versuche ich es auf eine Art und Weise zu machen, die ich irgendwie ein bisschen von meinem Vater gelernt habe. Der ist ja Zauberkünstler und im Grunde ist der Weg komplett egal, solange der Effekt irgendwie schön ist und verzaubert. Und das versuche ich auch. Also ich versuche im Kanal einfach Leute zu zeigen, was mit Technik möglich ist und wie das dann en Detail geht. Lesen schaffe ich richtig gut, wenn ich im Urlaub bin und kein Internet habe. Das ist der Zeitpunkt, wo das Lesen wirklich klappt. Ich habe einen kleinen Button in meinem Browser, wo ich jeden Artikel irgendwie auf mein Kindle schicken kann. Den nutze ich viel und häufig. Ansonsten bin ich ein ganz großer Podcast-Hörer. Ich liebe Podcast-Hören, primär auf doppelter Geschwindigkeit. Die Podcasts, die ich höre, sind primär nerdig. Also mein absoluter Lieblingspodcast gerade heißt Darknet Diaries. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt Survival Guide für Kreative. Und es ist im Grunde so ein kleiner Guide auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Es ist das Buch, was ich mir eigentlich am Anfang gewünscht hätte, wo jeder Begriff einmal klar und knapp erklärt wird. Finanzierung war für mich eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit war, dass ich keine Ahnung hatte, wie man sich eine Finanzierung besorgt oder dass es sowas gibt. Ich wusste, wie gesagt, gar nichts. Und mein Weg, mir eine Finanzierung zu holen, war, mir Geld von einem Freund zu leihen, von dem ich wusste, dass er gerade eine Party geschmissen hat, mit der er Geld gemacht hat und der ein bisschen übrig hat. Und wirklich so, ich glaube, das Geld für die allererste Mindestbestellmenge habe ich mir von ihm geliehen damals. Und so ist das ganze Ding dann einfach gestartet. Ich hatte 200 Euro auf dem Konto, glaube ich. Heute läuft es mit den Finanzen so, dass wir über 9 Jahre organisch gewachsen sind. Das heißt, wir mussten nie irgendwie noch mehr Investment aufnehmen. Wir mussten nie irgendwie weitere Kredite aufnehmen, sondern konnten immer wieder das Geld reinvestieren und dann aus den Verkäufen weiterleben. Das ist auch eine Sache, die mir immer so aus dem Elternhaus antrainiert wurde. Mach bloß keine Schulden, nimm bloß keine Kredite auf. Und ich finde, es gibt eine Zeit und einen Ort für Kredite. Rückblickend hat es mir geholfen, dieses Mindset zu haben, weil wir uns immer irgendwie auf kostenlose Lösungen finanziert haben, weil wir ganz viel gespart haben und das auf der anderen Seite auch irgendwie ganz viel Kreativität beflügelt hat. Das Thema Finanzen und Steuern lösen wir absolut gar nicht. Wir haben wen, der die für uns löst und das ist auch eine Sache, die ich jedem von Anfang an raten würde. Holt euch Hilfe, wo ihr sie braucht. Und dazu gehört auch ein guter Steuerberater oder eine gute Steuerberaterin. Das macht hinten raus richtig viel Wett. Das Wissen dieser Person hilft. Und wie wir das intern vorbereiten, ist mit ein paar smarten Tools, sodass wir dann den Monatsabschluss relativ schnell machen können und dann wirklich die Hardcore-kleinteilige Arbeit übernimmt dann bei uns der Steuerberater. Auch nicht der erste, wir haben ein paar durch. Und eine Anekdote aus der Geschichte von der Steuerberatersuche war, dass wir damals bei unserem ersten Steuerberater saßen und er uns dann die Kostenstruktur aufgeschlüsselt hat. Und dann kam er zum sogenannten Dokumentenzuschlag, den es manchmal gibt. Und der war 20 Cent pro Seite. Den hat er uns dann berechnet für jede Seite in einer PDF-Datei, die wir generiert haben. Und wir sind ein Online-Shop. Jede Bestellung generiert ein PDF. Warum ist ein Dokumentenzuschlag fällig? Und es waren einfach noch so komplett andere Arbeitswege oder Denkweisen. Wir waren das erste Unternehmen, was papierlos war bei ihm. Und deswegen ist die Zusammenarbeit dann auch relativ schnell geendet. Wir nutzen Shopify als Bestellsoftware, dann führen wir die Sachen hinten raus mit Account One an den Steuerberater. Wir schreiben unsere Rechnungen teilweise in LexOffice. Was haben wir noch? Google Sheets. Google Sheets ist unser Tool für alles, glaube ich, durchgehend. Und ein Tool, was wir auch noch ab und zu nutzen, ist, glaube ich, EasyBill für die Anbindung an Amazon. Was uns an Google Sheets gefällt, kann ich nicht sagen, weil ich glaube, niemandem gefällt Google Sheets so gut wie mir. Und ich drücke es dann allen anderen auf. Google Sheets ist einfach irgendwie eine Lösung, die super flexibel ist oder halt auch klassisch Excel. Wenn man einmal über diese Formelangst weggekommen ist und die Möglichkeiten
gesehen hat und bereit ist, da irgendwie so ein bisschen Nerdigkeit rein zu investieren und sich durchzugoogeln, dann hat man einfach ein Tool, mit dem man richtig, richtig, richtig viele andere Tools ersetzen kann. Also irgendwie eine klassische KPI-Übersicht, klassische Reporting-Daten aggregieren und auswerten. Das geht damit hervorragend. Also meine Ziele und Wünsche für Heng sind, dass es das noch richtig, richtig, richtig lange gibt. Und zwar aus dem Grund, weil es ein Ort ist aktuell für das gesamte Team, um sie auszuprobieren, zu verwirklichen. Und ich den Job schaffen kann, den ich immer gerne gehabt hätte. Und ich sehe, dass das gerade gut funktioniert. Die Idee ist im Grunde komplett egal, sondern die Umsetzung macht's aus. Das heißt, habt keine Angst, eure Idee zu verraten, sprecht ihr mit anderen drüber. Die Art und Weise, wie diese Idee umgesetzt wird, entscheidet letztendlich irgendwie über Erfolg oder Misserfolg. Eine andere Sache ist, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für die Selbstständigkeit. Wie gesagt, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute. Fangt an, auch wenn ihr noch nicht alles wisst. Was wir auch immer gerne sagen, ist better than perfect. Also lieber irgendwas gemacht, als es perfekt ausgeführt zu haben. Und eine Theorie, von der ich überzeugt bin inzwischen, ist, dass unabhängig von irgendwie der Idee, ist ein wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, ob das Ganze funktioniert, wie lange man das macht. Das heißt, bleibt einfach 3 Jahre konstant an eurer Idee und danach wird es auch gut und werden. Aber ich glaube, viele geben einfach extrem früh auf und bei uns ist es erst wirklich profitabel geworden nach 5 Jahren, sodass sich das Ganze in dem Team lohnt und deswegen nicht verzagen. Wieso riskierst du dein Leben? Fragen mich die Leute immer wieder. Ich bin Janis, selbstständiger Industriekletterer und ich hasse Risiken. An der Fassade habe ich deshalb meine Kletterausrüstung. Und bei meiner Buchhaltung sichert mich LexOffice. Sieh deinem Geld beim Wachsen zu. Mit einem Rechnungsprogramm, das deine Buchhaltung automatisch miterledigt. Für Selbstständige, Freelancer und kleinere Unternehmer ohne Buchhaltungskenntnisse. Du hast ein Angebot erstellt? Mit einem Klick wandelst du es direkt in eine Rechnung um. Oder erst in eine Auftragsbestätigung. Ein Lieferschein und zur Not in eine Mahnung. Und das auch mit deinem Smartphone. Und wenn du unterwegs bist, kannst du deine Belege einfach abfotografieren. Statt sie auf dem Weg nach Hause wieder zu verlieren. In LexOffice werden Belege automatisch verbucht und finanzamtssicher archiviert. Alle deine Einnahmen und Ausgaben siehst du direkt in Echtzeit. So hast du deine Finanzen und auch die nächsten Steuerzahlungen, wie die Umsatzsteuer für das Finanzamt, immer im Blick. Auch alle deine Bankkonten sind in LexOffice enthalten. Damit hast du alle Einnahmen und Ausgaben in einem System, so wie es das Finanzamt für die Steuererklärung verlangt. Am Ende des Jahres musst du keine Belege mehr zusammensuchen, sondern alles ist bereits in LexOffice archiviert. Entweder schickst du die Daten an deine Steuerberatung oder machst die Steuererklärung selbst. Und das Beste, über 80 Schnittstellen sind schon enthalten. Ob PayPal, Zeiterfassung oder Online-Shops. Alle Daten fließen automatisch in deine Buchhaltung. Egal womit du arbeitest, Laptop, Smartphone oder Tablet, deine Daten sind immer synchron. Und die wichtigsten Zahlen siehst du sogar auf deiner Apple Watch. Schon über 170.000 Selbstständige aus 30 Branchen sparen mit LexOffice jede Woche 3,5 Stunden Zeit. Und auch die Fachpresse hat LexOffice bereits 25 Mal hintereinander als Testsieger ausgezeichnet. Probier es jetzt selbst aus. Teste LexOffice 30 Tage kostenlos. Der Test endet automatisch. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und los geht's!